Momentan sieht es danach aus, dass der derzeitige Bürgermeister Bernhard Feuerecker beschwingt in den Frühling 2012 starten kann. Denn bei den Wahlen am kommenden Sonntag ist kein Gegenkandidat in Sicht. Es dürfte also ein leichtes für ihn sein, zum dritten Mal im Rathaussessel Platz zu nehmen. Ich denke jetzt mal, das ist bei Kommunalwahlen oder bei Bürgermeisterwahlen noch gar nicht mal so selten. Also die Fälle gibt es in Bayern relativ häufig. Bei den Wahlen in den Jahren 2000 und 2006 trat neben Bernhard Feuerecker jeweils ein weiterer Kandidat an. Die Wahlergebnisse waren dennoch eindeutig. 58,3 und 72,2% der Stimmen fielen damals auf den SPD-Kandidaten Feuerecker. Dass es bei der Wahl heuer keinen weiteren Kandidaten gibt, scheint die meisten Bürger wenig zu stören. Es ist schwer, einen Gegenkandidaten für ihn zu finden, weil er ist richtig gut und wir sind zufrieden mit ihm. Er ist ein ruhiger, fachlicher Mensch mit Bernhard, kann man über jedes Thema reden. Er nimmt sich auch jeden Thema an. Ich finde, er ist ein bisschen unfreundlich, er kennt die Leute nicht, wenn sie raus sind. Wenn er vorbeigegrüßt ist, kann ich mir was Besseres vorstellen. Er ist zwar ein bisschen ruhig und zurückhaltend, aber sonst eigentlich macht er seinen Chef gut. Sein jüngster Verdienst, die Generalsanierung der Grundschule Künzing. Doch auch für die nächste Legislaturperiode hat Feuerecker bereits konkrete Pläne. Der Schwerpunkt sind einmal wirtschaftlich-technische Dinge, ist dann die sukzessive Sanierung der Wasserversorgungsanlage zum Beispiel, aber auch die weitere wirtschaftliche Konsolidierung der Gemeinde. Außerdem sei der demografische Wandel für jede Kommune eine Herausforderung. Die in Künzing zu meistern, gehöre in den nächsten Jahren zu seinen Aufgaben. Motivation für den Job des Bürgermeisters holt sich Feuerecker übrigens aus seiner Arbeit mit den Menschen. Sie stehen für ihn jederzeit im Mittelpunkt.